Hallo Freunde, heute bin ich unterwegs zu einem Friedhof in der Stadt, wo ich lebe. Ich bin hier schon seit 9 Jahren und bin noch nie auf diesem Friedhof gewesen. Ich will auch mal gucken, ob ich da vielleicht eine kleine Kapelle finde, wo ich dann versuchen werde, mit der Anderswelt in Kontakt zu treten. Dann bis gleich, Leute. Einen kleinen Platz gefunden, ein bisschen seitlich, wo ich jetzt, ich habe schon eine Kapelle gesehen, ein älteres Haus da unten, da werde ich auch noch hingehen. Und jetzt werde ich versuchen, mit jemandem in Kontakt zu treten. Mal sehen, ob es klappt. Ist hier jemand mit mir? Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein Name ist Pedro. Ich habe da so ein Gerät hingelegt. Wenn Sie da sind, können Sie da mal anfassen? Das ist nur, damit ich weiß, dass jemand hier mit mir ist. Vermissen Sie Ihre Angehörigen? Oh, K2 hat ausgeschlagen. Können Sie es nochmal machen? Können Sie nochmal fester anfassen, da wo das grüne Licht ist? Sind Sie traurig, dass sie verstorben sind? Wie gesagt, Sie können mit Ja anfassen, wenn Sie dieses grüne Licht da vorne anfasst.
Spreche ich hier mit Herrn Wunderlich? Schade, dass sie hier so abgelegen liegen. Würden Sie gerne Ihrer Familie noch was sagen? Also hier in dem Platz, wie ihr gesehen habt, hat einmal ausgeschlagen, der K2. Ich werde mal einen anderen Spot suchen. Hier tut sich nicht viel, aber es sind ja noch genug Plätze hier. So, das ist die kleine Kapelle hier am Friedhof. Sehr schöne Kapelle. Danke, dass Sie sich hier vor mir gesetzt haben. Sie können jetzt mit Ja und Nein beantworten, wenn Sie die grüne Box mit dem grünen Licht anfassen. Erstmal nicht mehr anfassen. Sind Sie ein Mann? Oder sind Sie eine Frau? Oh, das schlägt aus wie verrückt. Ist es okay, dass ich hier bin? Mit Ja das grüne Licht anfassen. Möchten Sie lieber, dass ich gehe? Okay, ich respektiere es. Also ich soll gehen, ja? Okay, ich respektiere die Entscheidung und werde Sie alleine lassen.
Ich möchte sie nicht weiter stören oder verärgern. Ich werde jetzt diese Box wegnehmen. Können Sie es ausschalten? Einfach mal loslassen. Würden Sie es loslassen? Einfach nur weggehen. Ein bisschen weiter weggehen. Dankeschön. Ich werde sie mir jetzt nehmen und werde sie allein lassen. Oh, ist ja Wahnsinn. Schaut euch das an, wie das ausschlägt. Also Leute, ich respektiere es. Die Person, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die will, dass ich gehe. Und man sollte das respektieren und ich werde jetzt rausgehen und ein bisschen weiter schauen. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich habe gleich am Anfang, wo ich meinen Kanal aufgemacht habe, da war ich bei dem, habe ich ein Video über die Schickhardtwerke gemacht. Und das wurde ja damals von den Nazis, wurde es ja übernommen und die hatten Kriegsgefangene. Und ich habe gerade erfahren von dem Gärtner, dass hier die Gräber von den Kriegsgefangenen sind. Ich werd euch die mal zeigen. Es ist richtig traurig, was er mir erzählt hat. Die mussten so leiden. Ja, der Krieg war so damals und naja, wir können vom Glück reden, dass wir nicht dazwischen waren oder dass wir es nicht wieder bekommen werden, weil Krieg muss nicht sein. So, dann werde ich mal versuchen, die Gräber mal zu filmen. So Leute, das sind die Gräber von den Kriegsgefangenen. Die hier damals bei den Schickhardtwerken gestorben sind. Es sind noch einige gewesen, es ist schlimm. Richtig schlimm. Aber ich finde das schön, dass sie hier einen kleinen Platz in dem Friedhof gefunden haben für die Kriegsgefangenen. So Leute, und das war es erstmal wieder für heute. Es war ein kleines Besuch im Friedhof. Wir hatten ja in der Kapelle hatten wir Kontakt gehabt. War ein sehr starkes Signal. Aber die Person wollte sich nicht mit mir unterhalten und die wollte, dass ich gehe. Und das habe ich auch respektiert. So Leute, dann bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und bleibt gesund. Tschüss!